Und da gab es eine Band, sie ist jetzt meine neue Lieblingsband. Und die nennt sich Super Cumbia. Die fangen an zu spielen, haben diese schwarze Anzüge an und dann ziehen die sich aus und haben darunter so Glitzer-Superman-Spandex-Kostüme an und gehen so ab, dass mir den nächsten Tag echt das Gesicht vor Lachen wehgetan hat. Und ich bin Lachen eigentlich ganz gut gewohnt. Das heißt, es war schon fast zu viel. Und ich hatte ein bisschen mehr Zeit, als ich gedacht habe, als ich in Linz war, weil die Kupplung von meinem Wohnmobil abgeraucht ist. Und dann konnte ich also auch ein bisschen einkaufen gehen und war dann bei H&M und habe da einen Rock gesehen. Einen Mini-Rock, der aussieht wie aus purem Gold. Und da habe ich gedacht, falls ich mal bei Super Cumbia Gast singen darf, dann möchte ich gerne, dass mein Arsch aussieht, als ob er an den Weihnachtsbaum gehört. Ich suche noch nach dem passenden Oberteil, das ist schwierig. Naja, und das war irgendwie die erste Strophe von diesem Lied. Und dann ist das aber, wenn ich schreibe, weiß ich manchmal selber nicht genau, wo das hingeht. Und dann ist es aber irgendwie so ein Hippie-Lied geworden. Darüber, ich werde viel gefragt, ist das nicht gefährlich, so alleine als Frau mit so einem Wohnmobil durch die Gegend zu eiern? Und vielleicht ja, weil ich erst seit einem Jahr einen Führerschein habe. Aber das ist auch bisher die einzige Frage, die ich verstehe. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, Glück, weil, also entweder habe ich Glück oder die Welt ist einfach viel, viel besser, was ich gerne glauben möchte, als man das im Fernsehen denkt oder so. Es ist alles nicht so gefährlich. Die meisten Leute sind wahnsinnig nett und so hilfsbereit, dass man manchmal denkt, da könnte man heulen. Wildfremde Menschen sind so nett. Und da habe ich gedacht, es gibt eigentlich viel mehr Liebe auf der Erde als Hass. Und da müssen wir irgendwie, das ist glaube ich auch das Einzige, was uns weiterbringen wird. Und ich weiß, es ist alles gerade ein bisschen so, dass man denkt, bald explodiert es. Aber ich glaube an uns. Ja, und darüber habe ich dieses Lied geschrieben und darüber, dass der Arsch an den Weihnachtsbaum gehört. Es ist auf Englisch, ich werde es noch übersetzt, aber soweit. Wir können da später drüber sprechen, falls es Unklarheiten gibt. Ich glaube, es kommt trotzdem irgendwie alles rüber. Way more love.
aber das macht es echt richtig gut. Also vielen lieben Dank für die Einladung, dass es einfach so Leute gibt, die in ihrer Freizeit sich darum kümmern, dass sowas wie hier passieren kann. Das ist einfach ganz großartig. Ich könnte das selber nicht organisieren. Vielen lieben Dank.